Tag, mein Name ist Gunter Künstler. Ich bin verantwortlich hier für das Weingut Künstler zusammen mit meiner Frau. Wir haben ein Weingut hier in Hochham am Main, das gehört zum Rheingau. Aber Hochham hat eine ganz spezielle geografische Situation. Die ist, wir liegen an der Mainmündung, wir haben nur Südlagen, keinen Schatten von Westen, keinen Schatten von Osten. Die Mittagshitze wird effektiv von den Reben auch genutzt. Und so ist der Hochheimer Wein vor 120 Jahren das Synonym für alle guten Rheinweine weltweit geworden. Und der Hock. Wir haben hier eine sehr spannende Geschichte in Hochheim. Das Weingut Künstler und dieses Gebäude hier verbindet eine ganz besondere Symbiose. Ich will erstmal hier über das Gebäude reden. Wir sind hier in der Sektkellerei Burgev, die um die vorletzte Jahrhundertwende der größte Champagnerproduktion in Deutschland hatte. Damals konnte man noch deutschen Champagner produzieren. Die Keller wurden gebaut von Bielefinger und Berger. 1893 sind doppelstöckig und wir sind jetzt hier in unserem Premium-Keller für unsere Rotweine und für unsere Chardonnays. Natürlich ist der Riesling bei uns die Hauptrebsorte mit 85%, Spätburgunder 15%, ein bisschen Chardonnay. Aber Spätburgunder und Chardonnay sind sehr sensible Kinder, die hier besonders in diesem klimatisierten Keller aufbewahrt werden. Ja, und 1837 wurde dieses Haus gegründet. Es wurde verkauft 1976, zuerst an Seagram, anschließend an Rotkäppchen Mumm und teilweise im Jahr 2006 an das Weingut Künstler. Wir haben ja eine Koexistenz hier in diesem Haus und wir nutzen diese wunderbaren Keller, um das zu tun, was die Familie Künstler schon seit Jahrhunderten tut. Zwar nicht im Rheingau, aber wir machen ein Total Quality Management. Wir können nicht schlafen, wenn der Wein nicht gut schmeckt. Ich bin jetzt in der 8. Generation. Meine Vorväter hatten ihre Heimat 80 Kilometer nördlich von Wien. Das ist die andere Geschichte. In einer Gemeinde, die heute zu Tschechien gehört und der Geburtsort des österreichischen Staatspräsidenten Dr. Karl Renner war, in Untertanowitz. Mein Vater und seine Familie wurden am Zweiten Weltkrieg als österreichisch sprechende Menschen vertrieben. Und mein Vater hat es hierher verschlagen und mit einem Holzkoffer und mit zwei starken Händen und mit einem klugen Verstand hat er dann zuerst ein Weingut geleitet hier in Hochheim und hat sich dann anschließend selbstständig gemacht. Ich bin jetzt die zweite Generation hier und führe das fort, was mein Vater mit Herz und Hand, mit Gefühl und Verstand aufgebaut hat. Und wir wollen nichts anderes machen, als die Menschen mit dem friedlichsten Getränk der Weinwelt, oder dem Wein, einfach zu beglücken. Und das macht uns Spaß. Dafür arbeiten wir ja nicht, sondern wir stehen morgens auf, um 7, verändern die Dinge vom Vortag, die uns nicht gefallen. Und abends, wenn wir müde sind, hören wir auf. So betrachten wir unseren Beruf als Berufung und legen alles rein, damit wir das Beste machen, was wir können. Und in diese Welt will ich sie jetzt einführen, mit all unseren Produkten, die ihr heute noch kennenlernen werdet. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass diese Geschichte spannend war, dass Sie den Reiz spüren, den nächsten Wein zu verkosten und auch das nachher auf der Zunge spüren, was wir alles reinlegen. Danke fürs Zuhören.